Although it's only a press of a button for the mayor of Vienna, Michael Ludwig, it is a hugely symbolic moment for Vienna. The giant Ferris wheel, or how the natives call it, the Riesenrad, a historical landmark within the Austrian capital, has been turning without any interruption since the end of World War II. Due to the COVID crisis, a historical stop was forced to occur for the first time in 75 years. But now finally, the big moment has arrived at exactly midday. Nora Lamatsch, whose family has operated the Riesenrad for generations, gives the mayor, Michael Ludwig, the honor to make the wheel run again, literally. Die Menschen können sicher sein, wenn sie in Wien ankommen, dass sie eine Stadt vorfinden, die nicht nur gut funktioniert, sondern allen Sicherheitskriterien entspricht und die eine der lebenswertesten Städte weltweit ist, wie wir wissen aus vielen internationalen Rankings, die lebenswerteste Stadt. Und das ist gerade jetzt in der Corona-Krise besonders wichtig, eine sichere, eine saubere Stadt zu haben, in der man sich wohlfühlt. Und das bietet Wien. Das Riesenrad war vor Corona über 70 Jahre durchgehend im Betrieb. Für meine Familie und mich ist daher heute ein wahnsinnig emotionaler Moment. Dass sich das Rad heute wieder zu drehen beginnt, gibt Hoffnung nicht nur für mich, für ganz Österreich und für alle Menschen, die in den letzten paar Monaten eine schwere Zeit durchgemacht haben. As of the 29th of May, the hotels have reopened, along with the idyllic coffee houses with their gardens, also known as the Schanigarten. This brings back the romance of the beautifully architecturally designed streets of Vienna and allows you to embrace the absolute beauty that Vienna culture has to offer on so many levels. Das Wiener Riesenrad ist das Symbol für den Restart in unserer Stadt. Wir freuen uns sehr, dass es sich wieder dreht, ein großes Symbol für die Öffnung der Stadt wiederum. Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Wir können auch versprechen, dass wir trotz Physical Distancing und Low- and No-Touch Economy viel anbieten können heuer in Wien. Just a day earlier, artists and performers living in Vienna sent out a musical message of optimism and hope into the virtual world as a part of an event streamed online. The artists performed upon a specially designed stage between the Riesenrad carriages set at its highest point to symbolize that the sky is the limit and to let the message fly as far and wide as possible. Well, it's kind of more than an honor, you know, this city means so much to me and so much to so many people, and it's finally coming back to life, and the Riesenrad is, you know, the symbol of Viennese culture, and it's going again, and we're celebrating in style. The event was broadcasted by Facebook, and the feedback from the world put Vienna back on the map.